Ihr seid wach. Ich nehme an, dass ihr laufen könnt. Nehmt mir diese Fesseln ab und ich zeige euch, wozu ich fähig bin. Ihr befindet euch jetzt im Herzen unseres Imperiums. Ich versichere euch, dass eine Flucht unmöglich ist. Selbst wenn ihr an mir vorbeikommen würdet. Kommt mit. Was für ein Imperium soll das sein? Das ewige Imperium, Sakul. Ihr wusstet nicht einmal, in wessen Gebiet ihr eindringt? Wir sind nirgendwo eingedrungen. Wir haben nach jemandem gesucht. In einem vollbewaffneten Schlachtschiff? Ich sagte nicht, dass wir einen Freund gesucht haben. Was erhofft ihr, durch unsere Gefangennahme zu erreichen? Ich habe Fragen. Ihr liefert mir die Antworten. Wir erzählen euch gar nichts. Ihr müsst nicht sprechen, um mir die Antworten zu geben, die ich brauche. Prinz Arkan, letzte Andock-Sequenz eingeleitet. Wir haben die Aufzeichnungen eures Schiffscomputers sichergestellt. Oder was davon übrig war. Eine faszinierende Lektüre. Ihr Jedi seid ziemlich einflussreich. Kaum zu glauben, dass ihr alleine den Kriegsverlauf so sehr ändern konntet. Beeindruckend. Ich spüre, dass auch ihr eine starke Verbindung zur Macht habt. Ich denke, dass wir noch mehr gemeinsam haben. Prinz Arkan? Heskal, wartet ihr immer noch auf die Katastrophe, die ihr und eure Erben vorhergesagt haben? Ihr könnt die Ohren vor dem Flüstern des Schicksals verschließen, mein Prinz. Aber ihr werdet es niemals zum Schweigen bringen. Vielleicht reicht es ja, euch zum Schweigen zu bringen. Nervt jemand anderen mit eurem Aberglauben, Heskal. Ihr werdet hier nicht gebraucht. Euer Freund wollte euch nur warnen. Es wird euch noch leid tun, uns hierher gebracht zu haben. Unsinn zu wiederholen macht ihn nicht zur Wahrheit. Ist das der Grund, warum ihr uns hergebracht habt? Damit wir zuhören, wie ihr euch mit Wahrsagern herumplagt? Kommt mit. Ihr bringt uns zu eurem Meister. Ich bringe euch zu meinem Vater, Valkorion, der unsterbliche Imperator von Sakul. Ein Imperator? Genau das, was wir suchen. Ihr werdet hier nicht finden, wonach ihr sucht. Ja, wir sind also jetzt auf der Hauptwelt, auf Sakul. Und werden gleich den Imperator von Sakul von diesem Imperium gegenüberstehen. Bin ja mal gespannt. Ich meine, ich kenne die Geschichte ja, aber der eine oder andere von euch kennt es vielleicht nicht, deswegen werde ich nichts verraten. Thank you.
seine ruhmreiche Majestät, unsterblicher Meister und Beschützer von Sakul, Imperator Valkorion. Willkommen. Ein neuer Name. Ein neues Gesicht. Das reicht nicht, um sich vor uns zu verstecken. Der Sith-Imperator. Eure Anwesenheit ist unverkennbar. Oh, ich glaube, da hat jemand einen Fehler gemacht. Aber wer? Haben diese Personen eine Ahnung davon, wer ihr wirklich seid? Zu welchen Taten ihr imstande seid? Wisst ihr es denn? Die anhaltende Stille im Verlauf unserer Geschichte. Das hier war eure Ablenkung? Das hier war mein Ziel. Alles andere, nur Mittel zum Zweck. Ihr behauptet nur, wegen mir hierher gekommen zu sein. Hier bin ich. Was wollt ihr? Ich will euch vernichten. Und zwar endgültig. Ihr sagt, ihr kennt mich. Wenn das stimmt, kennt ihr auch das wahre Ausmaß meiner Macht. Was immer ihr hier erreichen wolltet, tief in eurem Inneren wisst ihr, dass ihr es nicht schaffen werdet. Aber ihr müsst nicht gegen mich kämpfen. Ihr könnt auch niederknien. Ich werde nie wieder vor euch knien. Ihr würdet eher sterben, als meine Überlegenheit anzuerkennen. Ihr seid es, der den Tod fürchtet, Valkorion. Ich nicht. Ich werde nicht niederknien. Den Raum. Alle raus! Ma hat euren Leuten echte Führungsstärke gezeigt. Das ist mehr, als ihr je für sie getan habt. Er war engstirnig, gebunden an ein bedeutungsloses, uraltes Dogma. Aber ich glaube, ihr seid anders. In all meinen Jahrhunderten habt nur ihr meine ganze Aufmerksamkeit verdient. Ihr drückt der Galaxis mit jeder eurer Taten euren Stempel auf. So wie ich. Seht euch um. Sakul ist auf dem Weg, zur größten Zivilisation zu werden, die es je in der Galaxis gegeben hat. Ich habe dieses Imperium geschaffen, um alle meine bisherigen Werke zu übertreffen. Es wird die Ewigkeit überdauern. Der ewige Thron kommandiert eine Flotte, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Sie hat die Macht, die Galaxis zu jedem Bildnis zu formen, das ich wähle. Das wir wählen. Ich werde das alles mit euch teilen. Ihr müsst nur niederknien. Das hatte ich jetzt ja auch schon gehabt. Und zwar habe ich auf der imperialen Seite praktisch einen Charakter komplett auf hell gespielt, helle Entscheidung, und einen auf komplett dunkle Entscheidungen gespielt. Auf der imperialen Seite. Ist bei mir auch im Kanal zu sehen. Jetzt bin ich im Jedi hier. Upsala. Sorry. Und ja, ich muss nur niederknien. Ich akzeptiere und ich weigere mich. Ich will diesen Charakter ja halt sowohl als auch spielen. Also hell und dunkel, je nachdem, wie es mir gerade passt. Entscheide ich einfach, sag ich mal. Mit allen Konsequenzen, die daraus entstehen können.
Ich werde mich jetzt aber weigern, weil es ist ein Jedi. Und ich glaube nicht, dass sie sich, dass ein Jedi sich jetzt in diesem Moment jetzt hier also niederknien würde. Also weigere ich mich. Teilen? Ihr habt nichts zu teilen. Ihr versklavt nur. Ihr verzehrt. Daran werde ich niemals Anteil haben. So sei es. Ihr seid gekommen, um ihn zu besiegen. Das ist eure Chance. Erst dein Bruder und nun dein Vater? Überrascht dich mein Ehrgeiz wirklich? Du hast keinen Ehrgeiz. Du bist nur neidisch. Darum wirst du scheitern. Das ist für alle, die ihr habt leiden und sterben lassen. So sei es. Der Fremdling hat unseren Imperator getötet. Bringt sie weg! Bewohner von Sakul, das Undenkbare ist passiert. Unser geliebter Imperator Valkorion ist tot. Ermordet von einem Fremdling, der die Grundfesten unserer großartigen Gesellschaft erschüttern will. Die Attentäterin wird umgehend der Gerechtigkeit zugeführt werden. Wir werden eine angemessene Antwort auf diesen Akt grundloser Aggression geben. Als neuer Imperator kann ich euch eines versprechen. Die Feinde von Sakul werden die ganze Macht des ewigen Throns zu spüren bekommen. Sie werden für ihre Kriegstreiberei bezahlen. Und auch die letzte Kernwelt wird